Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video von uns. Heute gibt es ein Review zu einem Bluetooth-Speaker von der Marke EasyEgg. Viel Spaß mit dem Video! Als allererstes mal kurz zum Lieferumfang. Hier haben wir die Verpackung, in welcher das gekommen ist. Hier oben nochmal EasyEgg, dann haben wir hier Bluetooth-Speaker stehen. Das Ganze nennt sich Energy Cube. Hier haben wir nochmal das Bluetooth-Logo, dann stehen hier ein paar Features. Zum Beispiel, dass wir eine Wiedergabezeit von 5 bis 6 Stunden haben. Wir haben eine Batteriekapazität von 800 mAh und eine Aufladezeit von knapp 2 Stunden. Die Werte, wo hier draufstehen, die konnte ich im Alltag eigentlich auch ziemlich gut bestätigen. Dann war außerdem im Lieferumfang noch der Speaker natürlich mit dabei. Ein 3,5 mm Klinkenstecker auf 3,5 mm Klinke, falls man das Ganze mal nicht über Bluetooth verwenden möchte. Die Kabel befinden sich eigentlich in einer sehr guten Qualität. Ich habe die bisher noch nicht verwendet, aber sie fühlen sich auf jeden Fall sehr wertig an. Außerdem war noch ein USB-Kabel mit dabei, auf Micro-USB-Kabel, um den Speaker aufzuladen. Leider kein Netzteil mit dabei, aber das hat man ja sowieso schon von seinem Smartphone oder ähnlichem zu Hause liegen. Dann war jetzt hier dieser Speaker, der sieht so aus. Hier haben wir nochmal stehen EasyEgg Energy Cube, wie sich das nennt. Dann an der Oberseite haben wir schon eine kleine Taste für die Freisprechfunktion. Man kann das Ganze dann auch als Freisprechanlage verwenden. Wir haben jetzt hier noch ein Mikrofon, dass man ganz einfach das, wie gesagt, verwenden kann. Und hier einfach drauf drücken, um den Anruf entgegenzunehmen. Dann haben wir jetzt hier die erste Seite, das Ganze leuchtet dann schön in blau. Hier die andere Seite. An der Oberseite haben wir den kleinen Speaker. Und an der Unterseite haben wir so eine kleine Gummierung. Hier haben wir dann noch den Micro-USB-Port und den 3,5 mm Klinkenport und den Ein- und Ausschalter. Ich drücke das Ganze jetzt einfach mal kurz und koppel es mit meinem Gerät. Dann macht das schon diese Geräusche und er fängt an zu blinken. Ich hoffe, ihr könnt es durch die Kamera relativ gut erkennen, aber sollte zu erkennen sein. Dann lege ich den nochmal kurz auf die gummierte Seite. Das ist ziemlich praktisch. Da ist mir allerdings schon aufgefallen, dass das etwas wackelt. Also das ist nicht wirklich schlimm. Dann nehme ich mal mein iPhone. Hier habe ich jetzt schon Bluetooth aktiviert und dann gehe ich einfach mal auf den Speaker EasyEgg SQ, so nennt sich der, und klicke einmal drauf. Und jetzt steht auch schon verbunden da und er hat gerade gepiepst, bedeutet ganz einfach, die sind verbunden. Ich gebe euch mal einen kurzen Soundtest. Dazu habe ich jetzt lizenzfreie Musik auf YouTube. Da findet ihr dann noch den Link in der Videobeschreibung. So, das ist eigentlich die höchste Geschwindigkeit, zu der man gehen kann, dass es noch angenehm ist. Danach fängt es etwas an zu rauschen. Das Ganze ist natürlich noch abhängig von der Soundqualität, welche man hat oder welche man wiedergeben tut. Auf jeden Fall die maximale Lautstärke würde ich euch hierbei nicht empfehlen, da es nicht der allerhochwertigste Speaker ist. Aber für den Preis von, glaube ich, knapp 28 Euro momentan ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Man kann damit sehr gut Musik hören, man kann es einfach mal mitnehmen. Sieht auf jeden Fall noch sehr stylisch dazu aus, finde ich. Hat eine außergewöhnliche Form, was man sonst nicht so hat. Hier oben haben wir dann, wie gesagt, den einen Lautsprecher mit 3 Watt. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Speaker hier findet. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Der relativ günstige Preis ist eigentlich auch gerechtfertigt. Man hat hier kein High-End-Produkt. Und ja, falls ihr jetzt keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt, könnt ihr uns ganz einfach mal kostenlos abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!